Herzlich willkommen, wollte ich erstmal sagen. Wir wollen den Start geben. Wir wollen um 2 Uhr anfangen. Leider haben wir uns 20 Minuten verspätet. Herzlich willkommen, mein Name ist Jakob Ustar. Wir haben jetzt einen kleinen Sportstudio gegründet. Nennt sich U-Sport. Ich bin ganz nervös, natürlich jetzt, ganz aufgeregt. Und ich bedanke mich schon mal, dass ihr zahlreich erschienen seid. Genau, wir wollen ab heute dann sozusagen unser Studio eröffnen. Wir haben vor 4 Wochen angefangen mit Kursen. Es läuft schon mal langsam und ich brauche eure Unterstützung. Ihr seid ja da, ihr unterstützt mich jetzt schon. Dafür wollte ich mich jetzt schon bedanken. Zu unserem Ablauf. Wir wollen heute um 15 Uhr mit den Kindern Taekwondo-Auftritt machen, so eine Art kleine Trainingseinheit. Wir haben ja Kinder, die erst seit 3 Wochen bei uns sind. Danach wollen wir um 4 Uhr wollen wir dann noch eine Gruppe Taekwondo-Kinder, also ein bisschen erwachsene Kinder, ein bisschen größere Kinder kommen dann zu uns und machen auch eine Trainingseinheit. Um 17 Uhr will ich was vorführen und um 18 Uhr wollen wir Kickbox-Training machen für jugendliche Erwachsene, so eine Art Probetraining. Wir bieten euch ganz viel an. Ich habe immer gedacht, es gibt ganz viele Frauen, die können nirgendwo trainieren. Ganz viele Männer, die können nirgendwo trainieren. Die können überall trainieren, aber nicht da, wo sie eigentlich trainieren möchten oder wie sie trainieren möchten. Wir haben jetzt ganz tolle Angebote für euch. Es gibt Lady Fitness Time. Ihr könnt in der Zeit ganz entspannt für euch alleine hier in Ruhe trainieren. Wir werden ganz viele Kurse haben. Wir haben jetzt schon Zumba, Yoga, Kickbox für Frauen, wir haben Kickboxen für Erwachsene, für Kinder und Taekwondo für Erwachsene und Kinder. Und dazu kommen noch ganz viele Kurse dazu mit der Zeit. Genau. Ich hoffe, ihr würdet euch, also viele sagen, dass sie sich wie zu Hause fühlen. Das wünsche ich euch auch, dass das dann so klappt und so weiter bleibt. Das ist unser Team. Wir haben, genau, Entschuldigung, vorher. Oben haben wir einen Kursraum, da können wir ganz viele Kurse anbieten. Und unten haben wir noch ein kleines Fitnessraum. Kleinen Fitnessraum. Und da können wir halt Fitness trainieren, Krafttraining machen. So, unser Team. Vielleicht kann sich jeder mal kurz vorstellen, dann könnt ihr auch das fühlen, was ich fühle. Aber genau, zum Schluss erzähle ich auch mal was kurz auf Türkisch, glaube ich. Was, wenn ich darf. Ja. Aber erstmal stellen wir uns vor. Ja, also ich bin Maite. Ich mache jetzt seit letztem Jahr September bei Jakob Kickboxen mit. Hat mir viel gebracht, bin ich ehrlich. Und ich werde jetzt in Zukunft hier oben am Tresen mit stehen und euch mit bedienen, euch Sachen verkaufen, wenn ihr wollt. Laut. Okay, ich bin Doris. Ich habe angefangen als Mama von einem Taekwondo-Kind, genau, von Jared. Und ich werde dreimal die Woche vormittags beim Frauentraining unten im Tresen stehen und dann halt auch mit Sprache und euch zur Seite stehen. Ja, hallo, ich bin Sabrina, kenne Jakob auch seit einem dreiviertel Jahr, mache Kickboxen bei ihm. Und nehme momentan seine Buchhaltung und bin so ein bisschen seine rechte Hand, was den Schriftverkehr und so anbelangt. Aber man kriegt das auch allein. Ja, ich bin Shahin, ich mache seit 4 Wochen jetzt hier Kickboxen. Ja, macht sehr viel Spaß auch mit Jakob. Ja, ich bin Luisa, ich habe Jakob in einem anderen Fitnessstudio kennengelernt und bin jetzt über die Ilzeshalle mit hierher gekommen. Dienstags mache ich das Kickboxen für Frauen. Also alle Frauen, die Lust haben zum Kickboxen und der Frauen, die können gerne kommen am 18 Uhr. Das ist gar nicht so brutal. Ganz entspannt. Wir machen ohne Kämpfe. Ja, ich bin Monty. Ich bin schon seit vielen Jahren bei Meister und Jakob dabei. Und jetzt mache ich hier auch noch mit dabei Kickboxen. Ja, ich bin Ralf. Ich habe kurz nach Jared angefangen bei Jakob ein bisschen Taekwondo zu trainieren. Ist ein geduldiger Meister. Dann habe ich angefangen Kickboxen zu machen. Und dann habe ich Jakob geholfen hier beim Renovieren, immer wenn ich Zeit hatte. Und jetzt bin ich halt auch mit am Tresen zuständig. Und wenn die Kinder Taekwondo haben, versorge ich die Eltern und unterhalte sie. Und da ist es.
mein Name ist Sia. Ich bin schon von Anfang an bei Jakob dabei. Und ich werde ihn unten im Kraftraum mit unterstützen. Also falls ihr Fragen habt beim Training oder so, stehe ich gerne zur Verfügung. Und nebenbei trainiere ich noch bei Jakob Kickboxen weiterhin. Und Tresen werde ich auch demnächst auch machen. Also mein Name ist Tufa. Ich trainiere schon seitdem ich klein bin beim Meister und bei Jakob. Und ich helfe immer gerne meinem Meister, wenn er meine Hilfe braucht oder beim Training. Und ja. Ich bin Bilal. Ich kenne Jakob schon seit lange. Er ist auch mein Onkel. Ich bin schon sehr lange dabei, seit ich 5 bin. Seitdem bin ich schon dabei. Das ist meine Neffe. Hierbei, genau, ich habe ganz vergessen. Dankeschön an euch. Einmal Applaus für mein Team. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich an euch für eure Unterstützung. Wo ist die? Oh, okay. Ich habe vergessen. Ja, ich bin hier. Ich wollte mich ganz herzlich natürlich an meinen Bruder immer bedanken, aber er ist, glaube ich, nicht da. Er kannst du nachreichen. Genau, er hat mir viel geholfen. Und seine ganzen Freunde haben mir viel geholfen, die sind leider auch nicht da. Die kommen wahrscheinlich später. Und ich kann echt an vielen Menschen danken. Also, ich weiß nicht, ich kann echt. Wie soll ich sagen? An jeden Einzelnen könnte ich jetzt danken. Ihr habt mich alle unterstützt, viele haben mich unterstützt. Und ich bedanke mich ganz herzlich an allen einzeln. Ja, bei allem einzeln. Okay, auf Türkisch. Genau. Ich sag mal was auf Türkisch, ganz kurz. Hoş geldiniz, Türkçe biraz daha iyi. Sesi de güzel çıkıyor. Evet, sesim daha iyi çıkıyor, biraz daha heyecanımız gitti. Çok teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkürler. Tabii ki sizin yardımınıza, sizin işte burada olmanızı rica ediyoruz. Sizlerden destek bekliyoruz. İşte kadın erkek çok farklı güzel kurslarımız var. Yani özel kadın kurslarımız var, özel erkek diyebilirim kurslarımız var. Her türlü spor alanları mevcut. İstediğiniz şekilde sizin eviniz gibi burada rahat edebilirsiniz, spor yapabilirsiniz. Bir imkanınız oldu artık, yani evde durmaya gerek yok. Benim de artık bir okulum var diyebilirsiniz. Ben de okulluyum diyebilirsiniz. Çok çok teşekkürler geldiğiniz için. Ve şimdi isterseniz bir şeyler yiyebiliriz. Acıktık. Çok çok sağ olun getirdiğiniz yemekler için. Nochmal danke für das, was ihr mitgenommen habt, ja, für das Essen. Çok teşekkürler. Bedient euch bitte und dann könnt ihr gerne euch die Sachen angucken, die Kurse angucken, die Räumlichkeiten angucken. Dankeschön. Vielen Dank.